Hört auf, den armen Corny hier niederzumachen. Corny, was kannst du eigentlich? Psychisch fertig. Ich muss mir schon... Corny, du scheiß Kacksau. Komm mir einen blasen, du Lude. Was? Ja, stimmt doch. Dorfschlampe. Ganz normal. So, wie macht man jetzt nochmal oben die Warnleuchte an? 18.000. Ich könnte mit Post 1. Ey, das wird ja dunkel. Aha, ah! Okay. Ich schau mal kurz. Ist das Amazon, danke, oder was ist kann das für mir ein, kann mir einer verraten, warum man sich jetzt Bäume kaufen kann? Ja, kann für Bäume das kaufen. Forstwirtschaft. Für den Forst, wenn für du Baum umsiegst, bist du da kannst, also die Tannenbäume kannst du halt nur mit dieser Setzlingmaschine machen und die restlichen Bäume halt nur mit den Platzierbaren. Was brauchen wir noch? Noch eine Schlampe? Zwei Schlampen, ja, ist besser als eine Schlampe. Also der Typ, der hier, Jewel Palace, was richtig? Ja, nein. Black Peas, ich nicht. Ja, Black Peas, ja. Hm? Okay, du machst jetzt erstmal deine Missionen! Ja, ich bin noch dabei. Geld. Du kleiner Homo sapiens Spritze, ich erinnere mich gerade an die Regel, wir dürfen keinen beleidigen, aber das ignoriere ich jetzt mal. Du kleines... Was wir, ja, die kostet 52.000. Lass sie für 250.000 kaufen, weil. Dann, ja, wir kaufen uns die Seemaschine für 250.000. Die ist nämlich doppelt so breit und das geht nein, dann doppelt so schnell. Nein, 52.000, weil. Ja, die ist doppelt so schnell. Also doppelt so breit und die brauchst du nicht mehr den Gruber dafür. Manio! Ja. Dann können wir den Gruber auch verkaufen. Den Scheißgruber, ich werde. Ja, nein, da. Ich muss nur Fört auf, Fört Opfer. Fört auf, Opfer. Du meinst die Rapid? Ja. Wo genau, den Licht vorne an. F. F und F, du hast vorne und hinten Licht. F wie Vorderlicht. Jetzt. Ich bin Lea, verdammt. Ja, Conny, wir wissen das in deiner Bildung. Haben wir auch, hast du auf Schwer stehen, Erik, oder auf normal? Ich? Ja. Das Spiel oder was? Ja. Glaub auf. Leicht. Oh, wie langweilig. Nie auf normal. Mach's mal auf normal. Was? Kann man, spielst du immer auf schwer. Wo kann man das denn nachgucken? Conny ist ein ganz harter Ficker. Keine Ahnung. Ist ja wurscht. Warte, ich schau euch schnell. Kann das geben, das Talent dazu. Es ist auf, ich sag jetzt irgendwas, normal. Es ist auf einfach gestellt. Ja? Nein, gut. Conny sagt das einfach nur so, weil er seine Ruhe haben möchte. Ja, genau. Sonst muss ich ausrosten, das tue ich nicht sehr gern. Wer rastet, der rostet. Ich raste nicht aus! Wir können natürlich gleich auch den Raps, den wir gleich ernten, verkaufen und dann haben wir wahrscheinlich, wenn ich mich nicht täusche, das Geld für den. Rein raus. Boah, Conny denkt direkt wieder an Sex. Nee, das alte Rein-Raus-Spiel. Ich wieder auf für Obi, auf für Obi. Du denkst nur ans Hobeln. Das ist. Und ich hab nicht einmal einen Lehrling, der was mich dabei begleitet. Schwenkt. Beim Hobeln? Ja. Was bist du denn für einer? Dann muss man da begleiten. Das ist ja mein Prostituiertenlehrling. Muss ich ausbilden. So. Ah ja, stimmt. Ja. Also Andreas, ich glaube, du solltest dir einen anderen Job suchen. Ich glaube auch. Mit langsamer Zeit. Sonst bist du später ganz gut im Hobeln. Alter, ist gerade jemand irgendwie Saatgut am Kaufen? Ja, nein. Wisst ihr das? Warum haben wir einfach mal 17.350? Wieso wisst ihr das? Ich habe gerade Saatgut gekauft, weil ich Gorbin. Ja, nee, weil das Geld so runterging. Nein, jetzt habe ich alles ausgemacht. Ach, fick dich. Kann ich eigentlich auch noch was Sinnvolles tun, außer Erik zu überfahren? Erik überfahren oder ihn töten, das geht alles beides. Ihr könnt uns mal eigentlich ein bisschen helfen, unterstützt mich, baut's mir auf, schickt mir E-Mail, schickt mir Post, schickt mir Geld, schickt mir Koks. Soll ich Conny mal einen scheiß Kommentar senden? Warte, lass dich doch bestimmt machen. Wehe, du schreibst einen Scheiß. Ja, ich ja nicht unter die Omsi 2 folgen, Omsi 2 folgen. Ja nicht, Schwester. Motivation. Conny betritt den Server. Danke, ich hab so viel Motivation von Phil gekriegt. Oh ja. Ich bin Motivationscoach, meine Damen und Herren. Wirklich? Conny, hast du es bekommen? Ich hab's gekriegt und ich muss sagen, dass ich geile Sache bin, das stimmt. Aber ich flieg trotzdem mit Death nach Jamaika, es ist leider so. Ich bin in der Ecke begleitschnappen. Jamaika, Jamaika. Ich guck mir gerade mal so an, was der Phil so macht. In seinem. Lass das mal den Phil machen. Der Phil macht das gut. Das Raps wird fertig. Ich warte darauf. Der von mir gesehen, der Raps wird fertig und ausgestiegen. Guck mal aufs Geld, guck das 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 Geld. Oh shit, er übertreibt, Jungs. Bing! 20.000. Wie machst du das denn immer?
Wie zauberst du denn immer Geld her? Was machst du da? Er macht Missionen. Wie mache ich denn das? Und dann kommt da Geld raus. Zum Beispiel Transportmissionen, indem du Paletten von A nach B bringst. Billig ist bei der Samenwagen. Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz das Prinzip erklären? Du siehst da immer solche Tafel am Waldrand. Ja. Conny, warte mal gerade, bevor der Witz jetzt weg ist. Wenn du zur Samenbank gehst und da Sperma halt abgibst, ach so, würde es euch nicht ein bisschen komisch vorkommen, wenn du rausgehst und die sagen, danke fürs Kommen? Ja. Danke fürs Erscheinen. Schau mal her. Du druckst jetzt bitte mal 9 auf. Was ich an dem hab Gedanken ich einfach nicht ertragen könnte, ist vielleicht 3 Kinder zu haben. Erik, soll ich mal einen richtig witzigen Witz bringen? Darf ich ganz kurz. Was ist das Gegenteil von Katalog? Analog? Nein, Kata sagt die Wahrheit. Oh Gott! Oh. Oh. Welche Witze? Ich reiß dich mit in die Hölle, ey, ganz ehrlich. Ey, warte, der beliebteste Witz von unserer Arbeit. Weißt du, was der Hammer ist? Nein. Der Hammer ist ein Werkzeug. Oh. Der war so gut. Der Job macht richtig Spaß. Was ist gelb, groß und kann nicht schwimmen? Ein Bagger, weil du nur einen Arm hast. Ich spiele mit dem Schachmeier. Ich bin gelb. Was ist gelb, Andrea, und steht am Straßenrand? Eine Prostituierte. Oh mein Gott. Schachmeier ist gelb, die Post seinen ist nicht gelb. Die gelb ist grün. Ja, die Post ist grün, ja. Und zweitens ist Andreas, schau mal her. Ja. Du siehst zum Beispiel links neben Feld 17 so eine komische Tafel. Da fährst du jetzt zum Beispiel hier. Ja, okay. Dann siehst du da oben nur eine. Ich muss kurz unterbrechen. Links eine, dann siehst du da unten eine, wo der Felix steht. Ich glaube, er hat eine Mission, der Black Peas. Pizzakrise! Dun, dun, dun. Dem Verpflegungsservice einer Privatparty sind die Pizzen ausgegangen. Bringen Sie Nachschub. Nee, die fahre ich alle jetzt im Hof und machen Pizzaparty, okay? Ich muss übrigens sagen an den Christian, der Raps ist noch nicht fertig. Bitte ja, ich noch weiß, nicht ich stehe schon bereit. Weißt du noch, wisst ihr noch in Alice 2013? Der Raps ist fertig, so grünes Zeug auf dem Feld. Erik, du hast echt getrumpft mit deiner Intelligenz. Jetzt ist er fertig. Noch nicht alles. Pizza ist das Beste dran. Na, 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 na. Pizza. Moskau ist ein schönes Land. Moskau ist kein Land, Moskau ist ein Staat. Moskau ist eine schöne Stadt. Übrigens, wenn man singt, ist das kein Problem. Du darfst nur nicht das Original laufen lassen. Cover sind erlaubt. Wieso der Phil? Hey, guck mal, der Phil steht jetzt schief. Hey. Putin ist ein Arschgesicht. Hey, das ist Staatsschädigung. Spielbär? Ja. Ja. Fährst du schon wieder hinter mir her? Spielbär? Ich glaube, du wirst wieder verfolgt. Ah! Herr Putin! Hi! Ich bin wieder da! Fahr doch schneller! Ich muss jetzt, Zuschauer. Hier geht's bergab. Ich muss jetzt im Felix so leise dran, dass er nicht mehr her, weil sonst muss ich ausrasten. Ja! Hallo, nicht erschrecken. Ich bin's, Julia Leichig. Ups! Hi, Spielbär! Getroffen! Ich hab dich! Du kannst es nicht verwehren! Ich hab dich! Erik, hau ab, sonst mäh ich dich mit! Das hat Felix vorhin schon gemacht. Ja, und neugeboren hinten rausgespuckt. Hinten rausgeploppt, so rausgequetscht. Yeah! So wie Schweizer Karsten. Wie nennt man einen Bär, der schreiend auf einer Kugel sitzt? Spielbär? Nee. Oh Gott! Einen Kugelschreiber. Was Kugelschreiber. Was liegt den ganzen Tag am Strand und wird nicht besucht? Eine Tankstelle. Oh Gott, den versteht keiner. Wegen Shell, nicht? Shell. Oh mein Gott, Shell gibt's doch schon lange nicht mehr. Hallo, wir haben hier Leute, die arbeiten nicht weiter, zum Beispiel in Let's Play TV. Ja. Verweigerung! Ja. Rauskicken! Wo ist der Bannbutton? Ich würde auch gerne arbeiten, ich weiß noch leider gar nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht hier arbeiten. Ich bin für meine besondere Tastatur bekannt. Das ist eine Logitech Ban Button. Die hat so einen großen roten Knopf und wenn er da drauf haust, wird einer gebannt. Weißt du, so BUM! Ich kann hier nicht arbeiten!
Ich kann so nicht arbeiten. Bist du vielleicht schon voll? Nee, das ist ein Bug vom Spiel noch. Also Erik, wenn dann einer voll bist, dann bist du das. Das ist, wir müssen warten, bei ihm ist dann, das dann noch nicht reif. Ich sage jetzt nichts mehr. Jetzt ich sage jetzt einfach nichts mehr dazu, du musst jetzt einfach reden. Steig mal kurz aus. Hey, Hossa, Hossa, radadadadada. Ich bin jetzt übrigens an der Tafel, Corny. Dann gehst du dazu, dann siehst du immer Tasten. Siehst du oben links immer Tasten, was bei du mir, bei mir mähst du das aber gerade auch noch nicht. Ja, ab hier wieder. Öffne Anschlag. Das ist okay. So ein Bug, auch das gab's aber erst. It's not a bug, it's a feature. So, viel Spaß beim Weiterarbeiten. Offene Mission. Dann nimmst du jetzt irgendeine. Nimm mal irgendeine. Sag mal, Conny, tust du eigentlich nur so oder hast du Ahnung oder willst du uns alle verarschen? Nee, ich hab Ahnung. Ich hab das Spiel ist schon sehr lang gespielt in der kurzen Zeit, was verfügbar ist. Fuck, jetzt hab ich auch noch festgefahren. Ein lokaler Pilzzüchter hat eine große Anzahl von UV-Lampen bestellt. Sie wurden ausgewählt, die zerbrechliche Fracht zu liefern. Hä? Was brauchst du dazu? Wahrscheinlich einen Gabelstapler. Frontlader mit Palettengabel. Ich bin dran. Oh shit! Ich bin dran. Dann lass es den Felix machen, der hat anscheinend schon Palettengabel. Mach das gerade hier mit dem Pizza noch. Ich bring gleich die Pizza vorbei, ne? Ich würde sagen, nach dem Felix ist mal der Spielbär mit einer Mission dran. Nee. Das wird ausgetragen. Ich hab grad gar nichts, was ich machen kann. Ich fahre einfach nur. Schau mal hier wenigstens zu, das ist wenigstens interessanter. Der Spielbär muss auch irgendwas machen. Er muss ja Zuschauer anhalten. Nein, das ist ein Outsider, der darf das nicht. Welche Zuschauer? Ich bin Azubi und werde nicht ausgebildet hier. Das ist ja ist normal. Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist, verdammte Scheiße. Erik wird auch Azubi. Immer noch. Hast du denn jemanden Spielbär? Du bist aber langsam. Du kannst ja mal meinen Job nicht verlieren. Ey, jetzt lassen wir den Phil reden. Wir reden hier alle immer was ist denn mit dem hier? Ey, okay, dann halt du erstmal die Fresse, okay? Wer war das denn? Der den Drescher abgetankt hat. Welchen Drescher? Also ich hab nur Corny abgetankt. Der immer das Getreide weggefahren hat. Keine Ahnung. Das hatte ich eingelagert. Bloß ich bin momentan auch noch fürs Dreschen. Und wo steht? Ja, dann muss jemand anders den Traktor mit dem Hänger nehmen. Meine Damen und Herren, ich hab den Hänger. Der uns bei diesem Projekt aushilft. Ich hab einen Hänger, Jetzt mal grad Dauerwerbesendung. Meine Damen und Herren, wir brauchen einen, der uns bei diesem Projekt aushilft. Wir bräuchten noch einer, der dem Drescher hinterherfährt. Also ein Drescher hinterherfahr-Kack-Stalker. Meine Damen und Herren, bitte melden Sie sich. Sie haben geringe Chancen, hier teilzunehmen. Der Einige wird dann auf dem Netzwerkkanal sofort angestellt. Wo muss ich denn hin mit meinem Anhänger jetzt? Zahlung 300 Euro im Monat. Soll ich jetzt die Pizza bei euch vorbeibringen oder soll ich die wirklich wegbringen? Bringen Sie weg. Nee, bringen Sie bei uns vorbei. Hunger. Kann man da noch eine neue Mission anfangen? Ich möchte dann mit vieler Ernst auf die Runden durchspielen. Das ist ja Chaos, was wir da veranstalten. Ist da ein blauer Punkt? Das ist ein blauer Punkt. Sag mal, ich flieg durch die Luft! That's a Gaudi! Gaudi! Hütten Gaudi! Hütten Gaudi! Ein Deutscher kann das nicht sagen, da wird man schlecht. Guck das Konto, 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 guck das Konto und... Wir kriegen eine Meldung. Ja, ach, immer diese Nachrichten, die mir hier die Sicht nehmen. Das ist so nervig. Hey, stellt sich mir vor, stellt so ein Klippenbrettspringer. Plötzlich, bums, Nachrichten. So viel mir gerade, ich möchte gerade springen. Ich bin jetzt übrigens gerade am Sehen von Feld Nummer 29, nach 3,5 Stunden. Ja. So, ich bin jetzt hier mit dem Anhänger. Warte, bevor du das machst. Ich stelle die Zeit hoch, dann wird das andere Feld durchgehen. Ich will Corny auch abwaschen. Verdammt, das sind doch wieder los. Ey, mal kurz eine Frage. Jetzt ist die Frage, würde es sich lohnen, eher vielleicht einen zweiten Frontlader zu kaufen? Ich würde sich lohnen, eine weitere Sämaschine. Oder wir fangen an mit dem kleinen Forstbetrieb. Ja, das ist was Nächstes. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Entweder wir sparen jetzt auf die größere Sämaschine oder holen uns halt diesen Forst-Ding für 54.000 oder ja, das mit dem Mission ist ja eigentlich Unsinn, weil die kommt ja eh nur alle 2 Minuten. Also ja, aber wenn alle 2 Minuten eine neue kommt. Die kommt aber nicht in der Zeit, während eine läuft. Weil es sind doch zwei unabhängige Spieler. Glühen im Dunkeln. Ein lokaler Pilzzüchter hat eine große Assistin, die kommen gleichzeitig. Das heißt, zwei Leute könnten gleichzeitig machen. Ich habe jetzt genau die gleiche hier.
Wo muss ich jetzt hin mit dem Anhänger? Was war jetzt hier? Wer braucht denn jetzt? Muss die Maschine den Transportieren von Bäumen. Kann man das hier Maschine, ja? Das ist doch hier ein Mähdrescher, der hier rumfährt bei Let's Player TV hier. Der fährt doch hier ein Mähdrescher, oder? Ja. Dann fahre ich jetzt neben dir her und du machst hier das Zeug rein. Der muss dein Rohr ausfahren und du nimmst das entgegen. Sehr gut, dann... Rohr ausfahren. Ich bin sauber. Ach du Scheiße, okay. Jetzt ist alles gepasst, ach du Scheiße. Wenn ich jetzt eigentlich eine Kettensäge kaufe, ne, kann die dann jeder benutzen? Erik, kann jeder benutzen, Erik, aber die ist nach dem Server-Restart weg. Was? Mit Kirche. Warum sind die gibt Erik keine Kettensäge? Gibt Erik so keine Kettensäge? Bist du gerade stehen geblieben oder weg? Das hört wieder keiner auf mich. Wird das noch geändert? Ich hoffe mal.